Bunker hin! Guten Tag, Präsident! General Putnam. Was? Ich suche nach John Pitcairn. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt wird? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Ich küsse diese Flagge, wenn ich Erfolg habe. Und ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Wie die uns einfach allen nicht vertrauen, ne? Oder wie die alle uns nicht vertrauen, so. So. Das ist auch genial, die reden da ganz ruhig. Während um uns herum alles explodiert und überall die Bomben einschlagen und Leuchten getötet werden. So, und ist das jetzt hier vielleicht New York? Oder ein Vorort von New York? Wow. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wir kämpfen jetzt nicht, Freundchen. Wir sind alles beschossen. Wir fliegen über. Beziehungsweise wir müssen unser Ziel verfolgen. Die Briten endlich loswerden. Auf die Aha, von den Schiffen wird das abgefeuert. Wahrscheinlich müssen wir es alles unentdeckt machen, aber das ist mir jetzt gerade mehr oder weniger egal. Hier vorne kommen wir hoch. Das erinnert mich an irgendeine Mission, das ist Assassin's Creed 2. Ich weiß gar nicht, ob es eine Mission war oder ob es so zwischendurch war. Guten Tag, die Herren. Hast du rechts? Ach so. Ah, okay. Hallo? Ach so. Ach du Scheiße. Bleibt ins Wasser? Jo, das war vielleicht gar keine so schlechte Idee. Das Schiff wäre Geschichte. Das ist eigentlich voll genial, was sie da machen, ne? Die sind ja sicher. Und die anderen sitzen eben halt auf dem Land fest. Nur wenn die jetzt weiter nach dem Krieg kommen, zu machen. So, kommt an. So. Der Move ist einfach so göttlich. Ey. Ich wollte dich doch eigentlich abschießen. Naja, egal. Wie viel hält der bitte aus? Naja, gut. Kann es egal sein. So, leg mal schön deine Ladung. So, dann mal sehen. Wie jetzt noch weiter da hinten? Ach, wir müssen jetzt doch da oben rauf. Na gut, das hätten wir vielleicht alles gleich insgesamt. Wenn wir das sofort machen können, auch mit dem Schiff, oder müssen wir jetzt generell nochmal dahin? Egal. Machen wir das nochmal schnell.
So, etwas weiter hier rüber, bitte. So. Jetzt ist hier alles richtig still. Weil wir alle ausgeräuchert haben. So. Warum? Oh, war das knapp. Das hätte auch gut ins Auge gehen können. So, dann hiss mal deine Flagge. Sehr schön. Ein drohender Konflikt. Überhaupt nicht voll synchronisiert, aber wenigstens etwas. Das Pferd besteigen. Wir haben es geschafft. Ich glaube, das hier ist New York. Könnte gut sein. So, folgen wir ihm mal. Es ist wirklich alles sehr zerstört hier. Nur wegen Pitcairn. Ich würde euch ja allen Medizin geben, aber wir sind leider nicht mehr in den anderen Assassin's Creed Teilen, wo das noch ging, beziehungsweise wo man noch Medizin braucht, um sich zu regenerieren. Das haben wir ja jetzt hier nicht mehr. Wo reiten wir denn bitte hin? Hier oben zu dem Kommandanten. Das wäre gerade eine ganz coole Mission eigentlich. Vor allem wegen den Skriptsequenzen. Sie sind in der Überzahl, sagt ihr. Ja, hallo. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Das Pferd besteigen vor. Ja, ich, hallo? Das Pferd hängt aber fest, ich kann damit nicht weiter reiten, ist das Problem. Denn trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Das Pferd können wir aber nicht besteigen. Jetzt. Komm schon. Jetzt geht's hier. Wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also bleibt wachsam. Spart Munition. Wartet auf. Wir machen das jetzt anders. Wir rufen uns einfach ein Pferd. Moment. Das geht ja nämlich nicht mehr raus. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Sag, geht doch. Geht doch alles. Verdammt mich! Geschafft! Das war eine gute Ansprache. Lügen, allesamt fürchte ich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Was ist mit Pitcairn? Er verließ Boston, wie ich vermutete. Hat ein Lager auf Morton Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du außen herum bist. Oder warten, bis wir ihre Reihen gelichtet haben. Wir haben keine Zeit. Ich muss noch einen Ansatz warten. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Die sind immer alle voll beleidigend, irgendwie. So, was denn mit euch hier vor? Feind ist in Reichweite! Runter! Ach so, wir sollen quasi so sein. Was? Ach so. Runter! Es geht los! Achtung! Die schießen! Oh, schnell nach hier vorne. In Deckung! Was ist da vorne? Ist das Gegner? Beschuss! Wieso wird der als Gegner angezeigt? Geht in Deckung!
runter! Wir, vor allem, wir haben kaum noch Leben. Ja, ohne Schaden zu leiden haben wir schon mal brillant nicht geschafft. Könnte ich das bitte mal irgendwie regenerieren? Ach, die kommen mit uns. So, machen wir diesmal so platt. Also schnell würde ich dich gerade nennen, einfach nur zu dumm. Oh Gott, scheiße, scheiße, scheiße. Ach, der lebt noch. Was zum? So, geht auf. Ja, unsere Leute haben es, glaub ich. Ja, die hat's erwischt. Tut mir sehr leid. Moment, hier kann doch bestimmt lang. Um da hochzukommen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wow, ich dachte, der Gründer fällt jetzt wieder runter. Wo geht's jetzt lang? Hier nicht. Ah, hier offensichtlich irgendwie. Hoch. Wow. Ja, man sieht es kaum noch, wo man langklettern kann. Das ist irgendwie immer cool gemacht. Weil, ja, in echt sieht man ja auch nichts. Hier kannst du langklettern, bitte halte dich hier fest, sondern. Das ist ja auch alles, wenn man läuft. Du gibst ein Problem ab, mein Freund. Boah, nee, ne. Ja, das war doch klar. Das ist schon gut. Kannst du uns denn bitte gesehen haben? Komm her, Pitcairn. Ey, wieso kletterst du da hoch, Connor? So, komm schon. Boah, wie viele sind das jetzt hier? Leute, so geht das aber nicht. Also, den können wir schon mal nicht kontern. Warnung, Sperrgebiet ist glaube ich überflüssig. So, was ist denn dein Säbel jetzt los, Freundchen? Komm her, Pikör. Wir verlieren gerade gut ein Leben, das ist nicht gut. Ach, wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen Platz. Hier oben ist ganz gut. Wie? Ach, unsere Pistole ist noch nicht bereit. Na komm.
dich nicht, ich weiß, aber... Hier kurz wieder ein bisschen Leben regenerieren. Ah ja. So. Müsst erstmal die anderen ausschalten, würde ich sagen. Aber wir können es genauso dumm wie alle anderen auch. Ja, da war dein Säbel weg, was? Nein, jetzt hast du noch den Falschen getroffen, Connor, das ist nicht gut. So, Pitcairn, jetzt bist du dran. Eins gegen eins Duell. Wirst du verlieren, ich sag's dir. So, nur du und ich. Komm mal wieder zurück hier zum Gebiet. Moment, den letzten Schlag will ich auch mit meiner Klinge ausführen. So, das war's mit Pitcairn. Der hat ordentlich was ausgehalten. Warum hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcker? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Sahan yonere ne o tenam da settakwe. Tinio ne yaho tena tam da settakwe. Das war's mit Pitcairn. Wir haben es geschafft. Kannst du dich so an mich ranschleichen? Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren und zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boston ist weit wichtiger. Es gibt ein größeres Problem. Wie meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Die Schlacht von Bunker Hill. Oder Bunker Hill? Ich weiß gar nicht. So, nur einmal haben wir synchronisiert. Und das war's mit Sequenz 7. Die ging aber richtig schnell vorbei. Nachdem wir in Sequenz 6, glaube ich, kein Mordopferziel hatten, hatten wir in 7-1 und das war's dann auch schon. Das ging Meine schnell. Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt, ihre Pläne durchkreuzt.
George Washington versammelt die Kolonisten. Und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln. In etwas Kaltes und Geordnetes. In etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten. Auf dass sein Traum wahr wird. Und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Doch ich fürchte, sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Sequenz 8, Davenport-Siedlung, 1776. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander in Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Nach New York, also endlich. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, denn ich beende für heute hier die Aufnahme. Wir machen beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ciao.